Monasterium.net ist als Online-Projekt konzipiert. Die Zahl der gesammelten Urkunden ist sehr groß und es werden stetig weitere Urkunden hochgeladen. Die online gestellten Urkunden weisen dabei sehr unterschiedliche Erschließungstiefen auf. Es gibt, wie beim Beispiel von Papst Innozenz IV. Im ersten Teil des Tutorials, sehr gut erschlossene Urkunden. Bei dieser Schenkungsurkunde Kaiser Ottos II. Aus dem Jahr 999 können wir aber sehr gut den Unterschied erkennen. Hier gibt es nur ein sehr kurzes Kopfregister und lediglich die Angaben zum Beschreibstoff und zum fehlenden Siegel. Diese Zahl an Urkunden zu bearbeiten ist eine große Aufgabe, die nicht von Einzelnen zu bewältigen ist. Deswegen bedient sich Monasterium.net dem Konzept des Crowdsourcings. Was ist Crowdsourcing? Crowdsourcing bedeutet, dass jeder, der möchte, online am Projekt mitarbeiten kann. Mithilfe eines kollaborativen Editors können registrierte Nutzer die Daten unkompliziert bearbeiten. Das bedeutet, dass Forscher und Laien jederzeit Inhalte korrigieren, ergänzen oder auch löschen können. Das Crowdsourcing ermöglicht, diese große Aufgabe zu bewältigen, weil nicht mehr Einzelne daran arbeiten müssen, sondern die Aufgaben auf die Online-Community aufgeteilt werden. Dadurch werden ungeahnte Ressourcen aktiviert, mit denen es möglich ist, diese große Sammlung zu bearbeiten. Gehen wir dazu über, uns bei monasterium.net zu registrieren. Dafür gibt es den Link, auf den klicken wir und sehen dieses Registrierungsformular. Das müsste jedem bekannt vorkommen. Etwas, was neu sein könnte, ist die Spalte Moderator. Ein Moderator wird unsere Einträge und Bearbeitungen nochmal durchsehen, bevor sie veröffentlicht werden. Ich habe mich ja bereits registriert, deswegen gehe ich über zur Anmeldung. Hier gebe ich die E-Mail-Adresse ein und ein Passwort. Und dann suche ich nochmal die Urkunde heraus, die wir uns eben angesehen hatten. Und hier rechts kann ich jetzt unter mein Archiv auf Speichern und Bearbeiten klicken. Nachdem ich das gemacht habe, kann ich oben im Menü unter Mein Archiv auf diese Urkunde wieder zugreifen. Wenn ich nun auf Urkunde bearbeiten klicke, gelange ich in den kollaborativen Editor von monasterium.net. Der Editor gliedert sich in verschiedene Teilbereiche, die unter den einzelnen Reitern zusammengefasst sind. Unter Regest wird neben dem Regest auch der Ausstellungsort sowie die Datierung eingegeben. Der Bereich Transkription enthält nur die Umschrift der Urkunde. Unter dem Reiter Original werden Angaben zur Überlieferung, zur Beglaubigung, zum äußeren Zustand und zu den Dimensionen gemacht. Der Reiter Bemerkungen bietet Platz für diverse bibliografische Angaben, Kanzleivermerke oder Urkundensprache. Hier sollen nun neue Daten eingegeben werden. Der Editor ermöglicht es, nicht nur Text hineinzuschreiben, sondern auch Textstellen mit Metadaten zu versetzen. Der Editor ist nicht nur was für Experten, es soll schließlich jeder an dem Projekt mitarbeiten können. Wenn ich eine Textstelle auszeichnen möchte, wie zum Beispiel hier im Regest das Wort Regensburg, kann ich einfach das Wort Regensburg markieren und unter dem Punkt Sachen die Option Ortsname auswählen. Und hier kann man sehen, dass zwei Pfeilflächen entstanden sind, eine vor und eine nach dem Wort. Und dahinter verbirgt sich die Metainformation in XML-Format. Auf diese Weise können wir nun anfangen, andere Wörter und den Begriffe zu markieren. Wie hier König Otto II. Als Person. Sind wir dann einmal fertig, können wir hier auf Speichern gehen. Und auf diese Weise befindet sich nun eine bearbeitete Kopie der Informationen zur Urkunde in unserem Archiv.
Das bedeutet, dass diese Bearbeitungen noch nicht veröffentlicht wurden, sondern lediglich lokal auf meinem eigenen Profil gespeichert sind. Unter dem Punkt Nur Änderungen anzeigen kann ich mir ansehen, welche Änderungen ich vorhin vorgenommen habe. Die bearbeiteten Stellen werden in dieser Übersicht farblich hervorgehoben. Wenn ich mit meiner Bearbeitung zufrieden bin, kann ich wieder zurück in mein Archiv gehen und auf den Punkt Urkunde an Moderator senden klicken. Damit versende ich die bearbeitete Urkunde an den bei der Registrierung ausgewählten Moderator, der die Bearbeitung dann überprüft und entscheidet, ob sie für den Live-Betrieb freigeschaltet werden. Erst dann ist das, was ich an der Urkunde bearbeitet habe, auf der Webseite sichtbar und meine Arbeit ist veröffentlicht. Der kollaborative Editor bietet noch viele weitere Möglichkeiten und ist ein mächtiges Werkzeug. Jeder kann zum Projekt beitragen. Im dritten Teil des Tutorials wird es darum gehen, wie diese Zusammenarbeit auch international möglich ist.